Ich begrüße euch, ich bin Yannick Fiziskorn mit dem Let's Play von The Order 1886. In der letzten Folge hat es ziemlich lange gedauert, aber jetzt sind wir weiter und jetzt geht's weiter. Durchsage an alle! Bitte weichen Sie das Ostende der Westminster Bridge. Wir beobachten dort derzeit schweres Artilleriefeuer. Ich bin mal ein bisschen leiser, weil ich muss mich hier konzentrieren, weil ich will nicht, dass diese Folge auch so wird wie die letzte. Noch einer. Alter, wo ist der? Arschloch. Jetzt haben wir Glück gehabt. Jetzt ist Rache angesagt. Was? Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order! Wo ist Sir Galahad? Lady Igraine, Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. So, und das war's wieder mit der Folge. Nein, war ein Spaß. Aha, jetzt haben alle gelacht. Wow. Nicht! Ich will. Wirtschaft! Ein Drink! Ein Drink, verdammt nochmal! Und Absinth! Zum Vergessen.
zum Verdrängen. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Stell dein Hörgerät an. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatari Nechikaro. Devi. Ach, bei der Sprache übersetzen Sie, aber bei diesem Franzmann, da muss ich mir dieses... Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Kamekele Chordo, Kamekele Bad Kerenge, Blakoke Kam Keliajau. Akkahukumrani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall-Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall-Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden.
Tja, auf in den Krieg. Ich bin ja halb nackig. Ray, was für ein Spiel spielst du? Das kann nicht sein. Was wissen Sie über die Reinblüter? Die Vorfahren der Halbblüter? Ein uraltes Volk, in diesen unnatürlichen Zustand geboren. Nicht verwandelt wie die meisten. Sie sind nicht ausgestorben. Sie sollten nicht in der Vergangenheit von ihnen sprechen. Sie sind unter uns. Die Stützstruktur ist eingestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich. Alten Mund. Partner wider Willen. Die Vereintes Indien Kompanie ist ihr Vertreter. Wenn Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. Als ich sagen wollte, herzlich willkommen zurück bei diesem Let's Play. Immer werde ich unterbrochen hier. Schon wieder. Wenn ich rede, hast du ruhig zu sein. Ich muss meinen Fans hier was bieten. Der mich extra abonniert. Ja. Nicht zu fassen. Hier lang. Ja, Lakashmi oder wie du weißt. Da ist der Ausgang. Halt. Hier ist jemand. Arbeite. Steh. Schnell, in Deckung. Wer ist da? Das hier ist Privatbesitz. Oh. Ich wusste es doch. Hab mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein weiterer Verirrter in dieser höllischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Black Wall Werft, Vereintes Indien Docks. Oh, definitiv nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel? Oh, wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht? Hauen Sie ab, los! Hau du doch ab. Keine Sorge. Er ruht sich nur aus. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Jo.
Sehen Sie, da ist die Straße. Die Stadt baut das Flussufer aus. Tja, wo geht's weiter? Hier springt er nicht hoch. Hier ist ein Weichenstellhebel für die Gleise. Helfen Sie mir mal. Bereit. 1, 2, 3. Stückchen. Schon jetzt da, wo ich hochspringen wollte. Okay, stopp. Von hier müssten wir raufklettern können. Gute Idee. Es führt ein Weg hinüber. Weiter und passen Sie gut auf. Ging ja schnell. Geben Sie mir die Hand. Schließe das Tor von innen auf. Hier, ich helfe Ihnen. Hopp, hopp. Wir essen zeitig. Schnell! Früher oder später kommt hier eine Patrouille vorbei. Nur noch einen Moment. Scharfschütze! Er hat wehgetan, du Arsch. In Deckung bleiben! Ich versuche, den Scharfschützen zu erreichen! Vielleicht hier hoch? Hier oben, auf dem Dach! Der Typ ist hinter dem Schornstein! Gar nicht! Petze! Zwei. Zeig deine Fresse.
unter starkem Beschuss! Los, vorwärts! Muss nachladen! Verdammt! Die Straße ist frei! Passen Sie auf, ich kümmere mich um den Scharfschützen! Die schnapp ich mir. Nimm ich die. Wo komme ich jetzt weiter? Sammeln. So, wo geht's jetzt hier weiter? Beine ausstrecken. Hier, ich bin so ein Blindfisch. Will er nicht. Er geht die verdammte Munition ab. Schon wieder so einer. Habe ich keine Zeit. Schnell wieder zurück. Gewehr holen. Nachladen. An die Wand. Halten Mund. Nervst.
Moment! Ich bin fast da! Das wird jetzt schön. So Leute, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Euer Yannick für